Was hast du gesagt? Bitte, tu mir nichts. Wir haben ein Paket bekommen, Jungs und Mädels, die gerade beim Reisbrennen sind, während wir das Video aufnehmen. Wenn das Video kommt, seid ihr schon wieder zu Hause und mehr oder minder rekultiviert oder reanimiert sogar. Ich denke, die brauchen erstmal eine Woche Resozialisierungsurlaub. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir haben ein Paket bekommen von unserem T-Shirt-Mann. Der T-Shirt-Mann. Ja, Fritz, du wusstest davon nichts, aber vielleicht hat dir dein Chef, wer auch immer das sein mag, ein Geschenk besorgt. Oh. Vielleicht. Warum guckst du auf meinen Bildschirm? Was ist da? Weiß ich nicht. Das sah irgendwie verdächtig aus. Das ist die Facebook-Timeline, weil ich habe immer alle Chats auf dem Instagram, Facebook, WhatsApp. Deswegen ja auch zwei Bildschirme. Rechts läuft immer WhatsApp und links macht die ganzen anderen Schmutz. Schmutz. Also es ist schon angenehm, einen zweiten Bildschirm, wo WhatsApp drauf läuft. So muss man nicht ständig jeden Scheiß hin und her switchen. Das war damals schon eine geile Idee von dir. Ich zerschneide jetzt einfach den Zollbescheid. Ist mir egal. Oh nein, der Zollbescheid. Scheiß auf den Zoll! Oh, jetzt hätte ich mich fast selber mit dem Messer geritzt. Ups. Aber wie ich an dem Aufkleber erkennen kann, haben sie es auf jeden Fall geöffnet. Ja. Ja. Deswegen sieht es auch da drin aus wie Kraut und Rüben. Ich muss das erst checken. Also von der Größe her könnte es für dich sein. Nicht so gierig. Was ist denn das? Ja, das ist für dich. Gib mir die Kamera. Da ist ein Fritz. Zusammen mit seinem Freund Klimaanlage. Hier, das ist für dich gekauft von deinem Chef. Zur Muckerage. Mega geil. Du hast gesagt, du willst ein T-Shirt mit dem Aristo drauf. Ja. Dankeschön für das T-Shirt mit Aristo drauf. Das ist ja mega geil. Zieh das jetzt an. Ich hab nur deinen Kopf drauf, keine Sorge. Du musst dich nicht im Internet für so eine Garage entblößen. Noch nicht. Noch nicht. Onlyfans kommt. Für die Opas denn wahrscheinlich. Das ist falsch rum, oder? Kommt das Auto nach hinten oder Auto nach vorne? Ich dachte, es kommt nach hinten. Ha, sag ich doch. Ich dachte schon, ich hätte meins falsch rum angezogen, aber nein. Darf ich dich jetzt zeigen? Ach, mir rutscht die Hose. Ich habe dir sogar die richtige Größe gekauft, wie sie. Ja, passt sehr gut. Haha, ich meine deinen Chef. Das sieht wirklich geil aus. Also, das war definitiv nicht das letzte Mal, dass ich da ein T-Shirt gekauft habe. Bei. Also, ein Name war Katagedo, das weiß ich noch. Das andere Takehiro. Katsumoshi oder sowas? Nee. Eine Ewigkeit später. Katsumi Takahashi. Sag ich doch. Genau, so heißt er. Hier fühle ich mich wohler. Ey, das ist ja mega. Das sind diese, guck mal, diese typischen, Alter, mit so einer Zange sogar, wie aus dem Kiosk, wo man sich die bunten Tüten, Alter, ich hab diese, wie haben wir die mal genannt? Ich hab keine Ahnung. Als Kind hat man noch da Balla-Balla-Stangen? Ja. So haben wir etwa die immer genannt, das ist ja wahrscheinlich regionsabhängig. Aber ich hab die schon ewig nicht mehr gesehen. Und ich finde das echt mega, dass da sogar so eine Griffzange dabei ist. Können wir hier einen Kiosk aufmachen?
eine bunte Tüte bitte. Da ist noch mehr. Also wir haben einmal Iced Tea Peach Flavor Soft. Cool, Pfirsichgeschmack. Dann haben wir Cream and Orange Flavor. Und dann haben wir einfach nur Filzsticks. Aber geil, die werde ich mir alle alleine reinziehen. Vielleicht gebe ich dir einen ab. Das wäre wohl lieb. Vielleicht. Wir haben hier noch mehr. Kaugummi aus Istanbul. Glaube ich. Weil hier steht Nazar Istanbul drauf und da ist ein Auge. Wir haben auch so ein Auge. Stimmt. Also es ist auf jeden Fall Erdbeerkaugummi. Ich kenne niemanden, der Erdbeer mag und auch Kaugummis. Ja. Die darfst du dann wohl zu Hause abliefern. Das werde ich denn wohl tun. Ist das ein Klo? Das ist ein Klo! Das ist ja geil. Da ist Sour. Also man lutscht den Lutscher und tunkt das denn hier rein und da ist Sour Pulver drin. Das ist ja echt witzig, Alter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Da ist sogar noch ein pinkes Klo bei. Mit zwei Lutschern sogar. Und der Lutscher ist in Form von einer Klobürste tatsächlich. Das ist ja witzig. Das ist echt witzig. Das ist fast zu schade schon, um zu essen. Das stimmt. Nachdem das erledigt ist, stellen wir die auf jeden Fall vorne mit in unserer Geschenkevitrine. Das ist total witzig. Das habe ich noch nie. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Wo hat der das bloß her, ey? Aus dem Osten kann das ja wohl nicht sein. Der war bestimmt im Interschiff. Und wir haben einen Army Truck mit Kanonen. Und ein bisschen Candy dazu. Und das. Sag mal, warst du im Türkei-Urlaub oder so? Das hast du nicht Ketten eingekauft? Das kommt einem fast so vor. Öker klingt auch nach einer. Ja, das ist auch türkisch. Ich habe hier sogar noch ein bisschen Klopapier für dich. Ist das auch türkisch? Ja. Haben wir das. Warte mal, hier poltert noch was rum. Noch mehr Kaugummi mit Mentholgeschmack. Okay. Also du nimmst das einfach so. Ja, falls ich mal wieder eine Knofi-Orgie gefeiert habe. Ja, auf jeden Fall. Also manchmal kommt man hier ins Büro und fällt direkt um. Und also, das ist nicht übertrieben, tu nicht so. Knofi ist Beste. Ah, hier hat er die Dings deutsche Zolldeklaration drauf gemacht und. Ah, ja. Gut. Also meinten sie es öffnen zu müssen. Die Schweine. Vielen Dank dafür. Wir werden uns jetzt, denke ich mal, als erstes über die Sticks her machen. Ah, hier steht's. Apfel. Was ja bei der Farbe zu erwarten war. Zweiter Tag. Hallo Fritz. Hallo Paul. Ich habe mich durch wundersame Weise umgekleidet. Oh. Es liegt nicht daran, dass es irgendwie ein anderer Tag ist jetzt oder so, sondern das kam auf einmal vom Himmel gefallen und dann hatte ich es an. Ich möchte was Lustiges zeigen. Zeig mir mal was Lustiges. Ist wieder wahrscheinlich für YouTube ein Grund, uns nicht zu monetarisieren, was wir ja sowieso nicht machen, aber um wieder einen Grund zu nennen, uns nicht zu geben. Ich rauche ja ab und zu. Ja. Ein bisschen. Und weißt du, was witzig ist? Aktuell, weil ja, ist ja jetzt Hochsommer in Japan und da gibt es ja immer viele Matsuris, also Feste und Traditionen, die gemacht werden, gepflegt werden. Und dann gibt es natürlich auch immer einen Haufen Glückssachen so im Family Mart oder 7-Eleven hast du so Tombolas und so ein Kram und auch Marlboro schließt sich den ganzen an und zu jeder Schlachtel kriegst du einen Code, wo du Sachen gewinnen kannst. Das müsstest du mal in Europa bringen, Alter, die rasten da komplett aus. Auf jeden Fall. Und auf dem Bild hier, hat man das gesehen, ist gar nicht so schlecht. Ja. Also ein Zippo, ein Rucksack, eine Uhr, Kopfhörer, wer weiß, was es da noch alles gibt. 3 Codes habe ich schon. Und noch einige zu Hause. Ja, das wollte ich unbedingt zeigen, weil ich finde das total witzig. Fremd. Keine Ahnung, wie ich es bezeichnen soll, aber ich wollte das unbedingt präsentieren.
Oh nein, wir haben die Codes gezeigt. Irgendwer wird die jetzt abscannen. Wie das eine Video hier, was wir mal gesehen haben, wo der Typ diesen Code stimmt. Gezeigt hat, der total ausgerastet ist. Ich hab euch vertraut. Das war ein Google, eine Google Play Karte oder sowas. Ja, oder Playstation. Ja, irgendwie sowas. In, guter Karte auf jeden Wie Fall. Funktioniert denn das? Und ein Video später, ich hab euch vertraut. Ja, also wer das einlösen möchte, sollte Japanisch beherrschen und sich auf der japanischen Philip Morris Seite registrieren. Ich finde das total krass. Gut. Das hat uns niemand geschickt, das brauche ich für zu Hause. Falls Fritz mir mal was Schönes kocht, dann kann ich das hier reintun. Nur nicht wieder im Kühlschrank vergessen. Zum Beispiel Heroinfleisch. Heroinfleisch. Sollte man das vielleicht erklären oder so stehen lassen? Wir warten mal auf die Kommentare. Okay. Ja, das erste Paket hatten wir ja schon. Du hast das T-Shirt gar nicht an heute. Heute nicht. Aber letztes Mal. Wir haben noch was. Cool. Von Frau Nena und Herr Helmut. Die kennt man ja schon aus unseren Unboxing-Videos. Unter anderem, willst du mich einfach abstechen? Ne, dann müsste ich die Seite nehmen. Achso. Ich mochte Schnüsse. Unter anderem vom Weihnachtspaket und wir haben ja auch schon ein Paket für sie fertig gemacht, weil die haben uns schon so viel geschickt, da muss man ja auch mal was zurückgeben. Bloß EMS schickt immer noch nicht nach Deutschland, das Thema hatten wir ja den Tag erst. Ja. Und ja, es sind ungefähr 4 Kilogramm Süßigkeiten drin und Merch. Und FedEx möchte für den Versand umgerechnet 335 Euro haben. Schnapper! Ja, das habe ich Helmut auch erzählt. Und er versteht natürlich, dass wir noch warten, bis das sich etwas normalisiert wieder. Gott sei Dank ist das ja nicht in einer Woche abgelaufen oder sowas. Ich mach das mal auf. Das wurde nicht vom Zoll geöffnet. Weil das so eine hübsche Kiste ist. Die hat Nena tatsächlich selbst gebastelt. Die ist extra zu diesen, wir waren hier Daiso dazu sagen, zu Teddy oder sowas und hat dann so Dinge gekauft, um die Box zu dekorieren. Plus, ja, ich habe auch schon gesagt, es ist total krass, was die sich für eine Mühe gibt. Ne? Kriegt man irgendwie gleich ein schlechtes Gewissen. Weil was haben wir benutzt? Eine Cola-Kiste. Ja, aber es ist halt, Kreativität wird hier nicht so groß geschrieben. Ich muss mal die Folie abreißen, damit das nicht zur Geltung kommt. Das ist befriedigend. Chrom. So, öffnen wir das. Wie war denn dein Wochenende, Fritz? Mein Wochenende war schön. Ich habe neues Spielzeug. Ich habe mein neues Spielzeug ausprobiert. Jetzt meinen sich bestimmt alle Leute aus, dass du dir irgendwie eine neue Karre gekauft hast oder so, um damit durch die Berge zu driften. So wie es hier laut Gedankengang einiger Menschen jeder Japaner macht. Nein, Fritz hat sich eine neue Kamera gegönnt. Die auch bald für unsere Videos zum Einsatz kommt. Nur ich muss erstmal üben. Aber nicht, dass du mit deinen Opas übst. Na klar, Akte. Da könnt ihr euch dann auf den Zweitkanal angucken von Fritz. Das riecht hier so stark. Ach ja, stimmt ja, die hatten uns ja auch T-Shirts gemacht, wovon du nichts weißt. Ist das so? Ja. Von überall kommen T-Shirts, Fritz, damit du dich nicht irgendwo neu einkleiden musst. Phantasia Haribo. Ja, das ist, du weißt, Phantasia und so. Ja. Das kann ich dir leider nicht überlassen. Das ist vollkommen klar. Ansatzweise überlassen. Ich wünsche dir damit viel Spaß. Ich kann dir eventuell einen Frosch abgeben oder einen Schmetterling, aber. Oder einen Markus. Nee, die gibt's leider nicht. Aber es gibt immer noch die Teufel, kennst du die noch? Ja. Die sind immer noch dabei. Mich wundert, dass sich darüber noch keiner aufgeregt hat. Das ist wirklich seltsam. Das ist Satanismus. Aber es herrscht doch Religionsfreiheit, das ist doch heute. Ach ja, stimmt ja, das ist ja dann wieder die andere Richtung. Obwohl, das kommt ja, kommt ja aus dem Christentum und das ist ja nicht gut für andere Kulturen. Deswegen müssen da jetzt. Was?
Warum habe ich unseren alten Musiklehrer jetzt im Kopf? Wenn der das immer vor direkt herkommt, ich verprügeln möchte, weil das nicht lustig machen. Genau darauf wollte ich hinaus. Und das würde der wirklich machen. Ja. Dafür würde ich dir natürlich dann sogar beide Haribo Goldbeeren-Pakete lassen. Oh, das klingt gut. Weil, ja, ist trotzdem nicht ganz fair, aber... Nicht ganz fair, aber fein. Was soll ich denn machen? Boah, ein 10 Euro Bahn-E-Coupon. Geil. Kannst du Bahn fahren und dich totschwitzen und nicht mehr rauskommen und erstmal überhaupt gar keinen Zug kriegen. Ich habe wieder tolle Storys gesehen am Wochenende von Bekannten. Kennst du noch Versicherungs-Freddy? Ja. Der hat seinen LS verkauft, den 460, oh, den auf VIP-Style umgebaut. Mhm. Da kommt auch was Geiles Neues. Ich hoffe, er kriegt das Ding oder er kauft das Ding wirklich, was er mir gezeigt hat. Jedenfalls habe ich in seiner Story gesehen, dass er Zug fahren wollte von Frankfurt zurück. Und ja, Verspätung, ausgefallen, einen Tag verzögert. Ja, letztendlich los, ja, wäre er besser gewesen, wenn er mit dem Flugzeug geflogen wäre wahrscheinlich. Ja, also das ist für dich. Geil. Das ist ein Mauspad. Cool. Und das ist sogar richtig gute Qualität. Ja. Qualität. Geil, danke schön dafür. Das werde ich auf meiner anderen Arbeitsmatte dann mit eingliedern. Dort. Oder packen wir das vorne hin auf den Counter, so als Unterlage für die Bezahlschüssel oder was auch immer. Das wäre auch eine Maßnahme. Weil, so wie der Counter mal aussieht, gefällt das mir nicht, dass du den immer so vollmüllst. Und deswegen... Müll. Aber ich mag Müll. Grüße gehen raus an Johannes. Den Tag erst drüber im ersten Part des Videos quasi erst drüber gesprochen. Hier haben wir sie. Ja. Yeah. Die Baller-Baller-Stangen. Und sie heißen jetzt Baller-Sticks. Vielleicht hießen die vorher auch schon so, wir haben einfach nur Stangen gesagt. Aber Baller war schon mal richtig. So wie die klassischen blauen. Und rot. Gelb gab es auch noch, aber das war eher selten, dass die jemand hatte. Gelb war auch nicht so geil, glaube ich. Nee, war es nicht. Also das sind schon die geilsten hier. Ja. Cola gibt's noch. Cola war der Hammer. Echt? Ja. Hab ich noch nie probiert, glaube nee? Ich. Nee. Aber ich mag Cola-Geschmack bei Gummisachen auch nicht so. Hm. Außer die Cola-Flaschen, die sind okay. Ja. Ja, das werden wir uns dann halt aufteilen oder wahrscheinlich hier in einer Minute auffressen. Oder in die Sonne legen und dann intravenös. Alter, die sind sogar beschriftet. Cool. Oh nein, das ist ja viel zu klein. Kommt ein Zelt raus. Coole Sache. Ja, also ich finde das geil, dass das so, ich sag mal, dezent gehalten ist. Ist ein schönes Shirt, was ich dann auch mal zur Bank anziehen kann, auf jeden Fall. Ja. Ich werde mich jetzt nicht entblößen, sonst ist das Video FSK 18. Oder gesperrt in Japan wegen deiner Tattoos. Ach ja. Oh ne? Aber ich habe doch meinen Anti-Yakuza-Aufkleber, ich gehöre ja, nicht dazu. Ich bin ein V-Mann. Ich habe auch eins für dich. Cool. Da steht Fritz drauf. Dankeschön. Ja. Was soll ich... Ey, ihr habt uns keinen Brief geschrieben. Nein. Boah, das ist aber schwach. Also da muss ich gleich erstmal... Vielleicht ist hier einer versteckt, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Da muss ich echt Beschwerden melden. Das tut mir natürlich leid, aber so ein Brief geht nicht. Tatsächlich, es ist nur die Packliste. Nein, ist okay. Ich werde euch trotzdem belästigen und sagen, das geht so nicht. Das ist wieder eine sehr schöne Kiste, die werden wir auf jeden Fall behalten. Und wir werden jetzt naschen. Und naschen. Und nein, Quatsch.
Ja, das Video geht natürlich schon wieder recht lange. Wir klemmen jetzt trotzdem noch einen kleinen Carpon hinterher, so als Bum Bum Surprise. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem richtigen Video über ein Auto wieder und noch mehr Rumgequatsche. Machen wir so. Machen wir so. Liken, teilen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Summutiv.